Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und ich habe heute nach längerer Zeit mal wieder so eine kleine Putzmotivation für euch. Und zwar, die Weihnachtstage stehen an und ich mache das gerne, bevor ich den Weihnachtsschmuck raushole, dass ich nochmal komplett die Bude sauber mache. Ich räume auf, alles kommt an seinen Platz, wo es hingehört. Ich räume so ein paar Krustelecken und Krustelschränke auf und mache halt ganz normal sauber. Und ich dachte, ich lasse dabei heute einfach mal die Kamera laufen und zeige euch dann noch hinterher so ein bisschen, wie ich hier weihnachtlich geschmückt habe. Vielleicht habt ihr ja Lust mitzumachen, vielleicht kann ich euch damit ja auch ein bisschen motivieren, nochmal für die Weihnachtstage sauber zu machen und zu schmücken. Natürlich, das ist auf jeden Fall der Part, auf den ich mich am meisten freue heute. Ich habe so grob Folgendes geplant. Ich möchte auf jeden Fall die Fenster putzen, weil ich nämlich schöne weihnachtliche Fensterbilder gekauft habe, die ich in die Fenster im Anschluss kleben möchte. Dann muss die Küche auf jeden Fall sauber gemacht werden. Das Badezimmer muss geputzt werden. Ich möchte in der Küche auch gerne so Sachen machen, wie die Spülmaschine reinigen mit so Spülmaschinenreiniger. Das gleiche auch für die Waschmaschine, dass das halt alles nochmal grundgereinigt wird. Ich versuche das immer so ein, zwei Mal im Jahr zu machen, mindestens. Nochmal durch den Backofen wischen, damit man da auch schön die Plätzchen backen kann und solche Sachen halt. Ich habe hier heute Morgen schon den Staubsaugerroboter laufen lassen. Das heißt, Staubsaugen fällt heute raus, aber ich möchte auf jeden Fall wischen, denn das ist ganz dringend notwendig. Und sonst, Staub wischen und wie gesagt auch so ein bisschen aufräumen, weil hier liegen halt so ein paar Sachen rum, die ich, die einfach nicht hier hingehören, an ihren Platz kommen. Und das ist mein Plan für heute. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr das auch immer macht, ob ihr für die Weihnachtszeit dann auch nochmal extra gründlich sauber macht. Ich mag das total gerne. Und ich freue mich dann auch schon drauf, im Anschluss mich mit einer Tasse Tee aufs Sofa ins geschmückte Wohnzimmer zu setzen. Ja, ist einfach so das beste und schönste Gefühl, wie ich finde. Falls euch das Video gefällt, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben und auch gerne abonnieren. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann verpasst ihr in Zukunft keine Videos mehr rund um das Thema Leben mit Kind und Haushalt. Und ja, ich höre jetzt auf zu quatschen und wir legen los. Wie ich eben gesagt habe, möchte ich so ein paar Krustelschränke ordentlich machen und da gehört nämlich auch dieser hier dazu. Und den mache ich als erstes, denn das ist der Putzschrank. Da sind so die ganzen Putzmittel, Waschmittel, Staubsauger und sowas drin. Und ja, ihr seht es, glaube ich. Ihr seht das Chaos. Es ist alles immer einfach da reingeschmissen. Und ich habe zwar diese praktischen Boxen hier, da habe ich zwei Stück von Ikea, um das Ganze halt eigentlich mal, wollte ich, dass das immer schön ordentlich da drin steht, dass man sich einfach diese Box rausnehmen kann, wenn ich dann putze und dann habe ich halt alles dabei und kann das halt von der Küche mit ins Bad und so weiter nehmen. Ja, aber ihr seht, was daraus geworden ist. Und das möchte ich heute angehen. Ich möchte diese Boxen erstmal ein bisschen aufräumen. Und hier dieses Fach, wo dann halt eigentlich immer so Putzlappen liegen sollten und so. Hier unten, das ist das größte Chaos überhaupt. Da müssen wir definitiv auch ein bisschen aufräumen. Aber ich lege halt erstmal mit dem Putzmittel los, weil ich dann mir nämlich auch direkt alles raussuchen kann, was ich jetzt zum Putzen brauche, logischerweise.